Hallo! Hallo! Wir haben uns was ganz Besonderes einfallen lassen, oder wir haben es uns was ganz Besonderes abgeguckt. Bei Jaco Busch gibt es so ein Format, dass man getrennt voneinander Fragen beantwortet. Und wir haben viele, viele Fragen von euch bei Instagram bekommen. Spannende, aufregende, besondere, intime Fragen. Aber wir wissen sie ja noch gar nicht. Ja. Aber nach solchen Fragen haben wir gefragt. Ja, genau. Und der Nepo, mein bester Freund, hat die Fragen für uns vorsortiert und wird sie uns gleich stellen. Getrennt voneinander. Ja. Oh, ich bin aufgeregt. Ich fange an. Viel Spaß. Danke. Wer kann besser schlafen oder schläft besser ein? Das ist leicht. Besser schläft Janis und schläft ein innerhalb von 10 Sekunden. Ich habe es neulich tatsächlich gestoppt. Ich konnte es kaum glauben. Auf jeden Fall 100% ich. Und für Lillian arbeiten wir noch dran, das schnell Einschlafen zu meistern. Nach 10 Sekunden war die Atmung extrem schwer und langsam und dachte ich, hä, schläft der schon? Das kann doch nicht sein. Nach einer Minute war er dann komplett weg. Also, faszinierend. Woher und wann wusstest du, dass Janis bzw. Lillian die Liebe deines Lebens ist? Wir haben immer darüber geredet, wann Lillians Zeitpunkt war, das zu erkennen. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wann das für mich war. Die Liebe meines Lebens. Ich glaube, ich habe schon öfter von diesem magischen Moment auf Hawaii, auf Maui erzählt. Da haben wir eine Tour durch den Vulkan gemacht und da hat es mich wirklich so getroffen wie ein Blitz. Und ich wusste, dass das mein Mann ist und mit dem ich auch Kinder haben will. Also, dass es wirklich passt, dass wir eine tolle Verbindung haben. Und das wusste ich auch schon vorher. Lange Zeit wollte ich aber auch nur eine Affäre haben. Und weil das eben, ja, weil das in meinen Verstand nicht so rein wollte mit diesem Altersabstand, weil Janis ja einfach so jung war. Am Anfang halt auch noch jung aussah. So. Nach über einem Jahr, wo wir dann zusammen waren, da wusste ich es. Ich glaube, ich habe da gar keinen klaren Zeitpunkt für mich. Es war von Anfang an die Liebe meines Lebens. Mit Auf und Abs. Am Anfang. Wie war es für dich, bezogen auf den Altersunterschied beim und nach eurem ersten Mal? Also ich glaube, die Frage, die muss Lillian beantworten. Umwerfend? Mehr sage ich nicht dazu. Extrem schön vielleicht noch. Für mich war es das Tollste überhaupt, diese Nähe, diese intensive Nähe zu spüren. Und in der Phase, wo ich gemerkt habe, dass Lillian sich unsere Beziehung nicht vorstellen kann, habe ich mir immer gesagt, ja, noch einmal Sex und dann kann ich gehen. Auf welche Eigenschaft des anderen könntest du verzichten? Manchmal sehr leidvoll sein. Darauf könnte ich immer wieder verzichten. Aber es macht sie halt auch einfach aus, dass sie eine sehr intensive, wunderschöne Persönlichkeit ist. Und ich glaube, über mich hat sie gesagt, auf welche Eigenschaft könnte Lillian bei mir verzichten? Ich bin doch... Ey, du musst jetzt leise sein da in der Küche. Ja, dann muss ich jetzt wohl noch gehen. Ja, ich glaube schon. Wolltest du gerade sagen? Ich bin doch perfekt. Sag's bitte, bitte, nimm's auf. Nein, jetzt weiß ich, was du sagst, was du gesagt hast. Du hast gesagt, ich bin manchmal zu egoistisch. Nein. Nein, zu arrogant. Ha. Ja, genau. Welche Eigenschaft könnte ich verzichten? Also als erstes ist mir in den Sinn gekommen, und ich krieg's auch nicht beiseite geschoben, eine gewisse Faulheit vielleicht. Dann kam aber schon direkt wieder von der Seite in meinen Kopf, dass diese Faulheit eben auch total nützlich ist und auch wertvoll. Er kann sich einfach total gut entspannen und macht das einfach auch. Auch wenn dann andere Menschen eventuell denken, jetzt ist doch keine Zeit zu entspannen. Ja, und genau dann wäre es dann wahrscheinlich Zeit, auch für mich zu entspannen. Aber das ist das Einzige, was mir einfällt. Jetzt kommt doch noch was. Früher, also ist es jetzt nicht mehr so sehr, war Janis ein bisschen arrogant.
aber halt eben auch sehr selbstbewusst, was dann so vielleicht ein bisschen in Arroganz überging. Und ja, jetzt würde ich es eher als sehr gesund, ein sehr gesundes Selbstbewusstsein bezeichnen. Was würdest du tun, wenn du einen Tag die andere Person wärst? Was würde ich tun, wenn ich einen Tag die andere Person wäre? Ich glaube, ich würde ausprobieren, wie es sich anfühlt zu skaten. Also wenn ich das dann eben auch so gut kann. Oder dann noch besser zu surfen. Also wenn ich das eben dann mag, in den Wellen zu sein und dieses Gefühl, dass Janis eben auch so liebt. Also ich würde unbedingt mal ausprobieren wollen, wie es sich anfühlt, als Lillian zu singen. Hast du schon mal den Gedanken, dich von deinem Ehemann bzw. von deiner Ehefrau zu trennen? Zu trennen? Nee. Ja, wir waren auch für ein paar Stunden getrennt, weil ich dachte, ich muss irgendwie jetzt noch was ausprobieren. Aber das ist schon lange her. Und zu dem Zeitpunkt war ich vielleicht auch noch auf dem Standpunkt, dass ich dachte, ja, die Beziehung funktioniert nur so gut, weil ich so toll Frauen verstehen kann. Es hat mir auf jeden Fall ganz, ganz deutlich gemacht, dass wir eine ganz besondere Verbindung haben. Als wir über diesen Moment hinweggekommen sind, sind wir auf jeden Fall noch enger zusammengewachsen und waren auch in unserer Beziehung mehr auf Augenhöhe. Am Anfang hatte Lillian ihre Zweifel und dann eben kam meine Phase und dann waren wir eigentlich total auf Augenhöhe. Beschreibe mit 3 Wörtern, was du an der anderen Person liebst. Weiblichkeit, Ehrlichkeit, Lebensfreude. 3 Wörter. Oh. Vor solchen Fragen hatte ich Schiss, weil ich für mich wahrscheinlich jetzt sofort nicht die richtigen 3 Worte finde und mir dann die ganze Nacht Gedanken mache, welche es dann besser hätten sein können sollen. Oh, okay, ich versuch's. Also mir fällt natürlich ganz viel ein, aber... Drei Wörter. Ich krieg's... Es ist wie, wenn ich das jetzt aufschreiben müsste. Ich krieg's nicht auf Papier, also oder aus meinem Mund oder... Okay, nicht leicht. Warum redet Janis immer viel mehr in den Videos? Ist das in eurer Beziehung auch so? Warum redet Janis immer mehr? Ich würde sagen, nein, es ist nicht so. Ich glaube, ihm fällt es leichter, selbstbewusst Dinge von sich zu geben. Er hat da keine Angst oder nicht so viel Angst wie ich vor Bewertung, glaube ich. Interessante Frage. Ist mir so intensiv selber tatsächlich noch gar nicht aufgefallen. Aber jetzt hier bei dem Video habe ich ja auch zum Beispiel die Eröffnung gemacht. Ich glaube, manchmal hat Lillian das Gefühl, dass ich bessere Worte finde. Könnte ich jetzt gar nicht so sagen, dass es so intensiv, so ein großer Unterschied ist der Präsenzzeit. Ja, es macht einfach Spaß. Auch jetzt und trotzdem bin ich mega aufgeregt und tue es trotzdem. Hast du dich schon mal für Lillian bzw. für Janis geschämt? Also ich beantworte erstmal, was Lillian bei mir gesagt haben könnte. Also als ich einmal beim Après-Ski ein bisschen zu tief in die Gläser geschaut habe und unbedingt das T-Shirt und den Hut haben wollte und dann mit Skischuhen auf dem hohen, wackeligen Tisch getanzt habe und kurz danach den Boden geliebt habe. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie es... Ach, sie war auch so besoffen, die fand es bestimmt lustig. Es kommt so ein Gefühl kommt auf, dass es schon mal so die ein oder andere kleine Situation gab. Oder wenn er vielleicht ganz abenteuerliche Kleidungsstücke kombiniert hat. Ja, vielleicht da so ein bisschen, aber so wirklich nicht. Ist euer Bedürfnis nach Sex ausgeglichen? Also die offensichtliche Antwort wäre nein. So, dass ich da manchmal eher mehr den Wunsch danach verspüre. Ich meine, ich habe auch überhaupt keine Erwartungen an Lillian, was das angeht, dass sie da irgendwas für mich erfüllen müsste oder so. In unserer Beziehung war Sex schon immer so schön. Ich glaube, zur Zeit schon einigermaßen. Und ansonsten hat tendenziell Janis etwas mehr Lust auf Sex als ich. Und zwar jetzt, so, wo sie so diese starke Phase von immer wieder sehr unzufrieden sein hatte, da habe auch ich persönlich schon manchmal gespürt,
dass irgendwie von innen von mir ein Druck aufkommt, das haben zu wollen, Sex haben zu wollen. Aber ich würde sagen, eine leichte Tendenz zu mir, aber wir fühlen uns beide total wohl mit, so wie es einfach natürlich zustande kommt. Ja, das kam jetzt halt auch immer drauf an, also auch wie es gepasst hat mit den Kindern oder Schwangerschaft und dann nach Geburt und so weiter. Also wo auch, ich glaube, das extrem normal ist, dass Frau auch öfter mal nicht so Lust hat oder dass es einfach tendenziell bei Männern mehr ist. Und dann natürlich gibt es da auch alles Mögliche in alle Richtungen, ne? Aber ja. Vollende den Satz: Wenn das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird, würde ich damit noch mehr arbeiten. Mir vielleicht öfter eine Nanny leisten, eine Haushaltshilfe. Aber die gibt es schon seit 2 Wochen und ich feiere sie so und freue mich tierisch. Und ich feiere mich, dass ich mich endlich getraut habe, diesen Schritt zu machen. Am liebsten mehr Musik machen. Also und mit noch mehr arbeiten meine ich eben ein freudvolles Arbeiten und dann eben auch die Freude teilen. Ich würde in meinem Leben persönlich kaum was verändern. Also ich habe das Gefühl, alle meine Wünsche und alle meine Ziele so sind so auf ihrem Weg. Manche langsamer, manche schneller. Und ich bin so glücklich. Ich liebe auch die Prozesse, durch die wir gerade gehen und liebe es, dass es vorangeht und dass Lilian sich wieder entdeckt. Das zusammen zu schaffen, auch das macht mich glücklich, auch obwohl es immer wieder anstrengend ist. Ja, wir hatten jetzt diese Woche auch wieder 2 super schwierige und belastende Tage. Bedingungsloses Grundeinkommen heißt ja nicht unerschöpfliches Geld. Ich war jetzt schon am Größerdenken, also nö, ich glaube, da würde sich erstmal gar nichts verändern. Ich liebe meine verschiedenen Arbeiten. Willst du Stand jetzt noch ein Kind bekommen? Stand jetzt? Nein. Schon eher ja. Wo siehst du Marie in 10 Jahren? In 10 Jahren ist Marie 15. Da ist Marie 15. Oh, wow. Mit 15 wird sie alles Mögliche erforschen. Ich glaube, sie wird wahnsinnig selbstständig sein. Wer weiß, vielleicht schon ausgezogen sein. Ja, ich denke schon, dass wir noch zusammen leben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie vielleicht auch wochen- oder monateweise schon irgendwo anders sein wird, lernen wird, Erfahrungen sammeln will. Und ihre Fähigkeit zu verkaufen wird, glaube ich, auch ein Teil ihres Wegs bis dahin sein. Sie liebt es so sehr, ihre gebastelten Sachen zu verkaufen und es ist unfassbar, wie ihr die Leute das Geld hinterher schmeißen. Ja, ihr großes Interesse ist schon immer, sie interessiert sich sehr für den Körper, wenn jemand verletzt ist und ist die allererste, die mit einem Pflaster, mit irgendeiner Versorgung ankommt und das total zuverlässig und liebevoll. Willst du mit Janis bzw. mit Lilian zusammen alt werden? Ja. Ich könnte jetzt noch kurz die 3 Worte. Vertrauen, also super vertrauensvoll, hat ein riesengroßes Herz, sehr liebevoll. Er ist ziemlich neugierig. Alles sofort angucken. Ich auch. Oh, bin ich gespannt. Oh Gott. Und was hast du gesagt, auf welche Eigenschaften musst du verzichten? Ich habe deine Faulheit erwähnt. Ich bin gar nicht faul. Ja, ich habe es auch als Vorteil. Also ich habe es auch die guten Seiten daran gesagt. Du kannst schon super gut faul sein. Ich kann aber auch super gut faul sein. Also du kannst auf jeden Fall besser faul sein als ich. Ja. Schon, oder? Auf jeden Und das Fall. Triggert mich halt dann. Ja, das stimmt. Weißt du, so, das so. Ja, ich finde, faul klingt so nach vergammeltem Gemüse. Ja. Also, ich glaube, ich würde es gerne, ich kann gut. Sehr gechillt sein. Ich kann sehr gut den Faultier-Modus einnehmen. Ja. Ich kann aber auch ein Känguru sein. Ja, oder ein Delfin. Du kannst voll Gas geben, wenn du willst. Ja. Also dann, okay. Bis zum nächsten Mal. Als nächstes kommt ein Vlog über einen Tagesverlauf. Ah ja.
auch schon wahrscheinlich in wenigen Tagen. Also wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert und uns die Daumen drückt. Yes. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Oh, ich darf nicht so viel grinsen, da reißt immer meine Lippe auf. Mhm.